Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4. Man muss dazu sagen, ich habe nichts. Also ich habe kein... Au! Hä, den habe ich doch gerade... Den habe ich doch vorhin schon umgebracht. Wieso steht er denn schon wieder? Okay, so, Moment. Wir kämpfen uns hier momentan einfach noch wild durch. Ich habe keine Munition mehr und... Oh nein, ich hab scheiße, ich hab die Taste genommen. Au. Habe ich ihn dadurch jetzt ersetzt? Bitte, lieber Gott. Lass es das jetzt gewesen sein. Also ist es nicht, ich weiß, aber... Gott. Ach, oh, Munition, ich habe Gewehrmunition. Nice. Perfekt. Ich habe 5 Schuss. 5 Schuss sind wunderbar. Möchtest du jetzt tot sein? Danke. So, ich glaube, wir haben es jetzt. Klar, wir können jetzt hier runter. Oh nein, ich wollte hier runter, Leon. Und nicht die Leiter umwerfen. Es ist auf jeden Fall jetzt still. Ich glaube, ich habe alles geschafft. Grandios. War auch nur richtig anstrengend. Wer es nicht gesehen hat, guckt gerne im letzten Part vorbei. Obwohl, eigentlich könnte ich nochmal gucken, ob ich bei dem Händler nochmal was loswerden kann. Vielleicht, ich habe ja noch ein bisschen Geld gefunden, vielleicht kann ich ja nochmal was kaufen hier. Entschuldigung, Sir, sind Sie noch da? Ja. Hallo. Welcome. Dankeschön. mal gucken, ob ich noch was verkaufen kann. Naja, ich habe keine neuen Preise. What are you buying? Ja, ich glaube, ich spare tatsächlich auf den größeren Aktenkoffer. Oder will ich das Sturmgewehr kaufen? Aber eigentlich findet man das doch, oder? Oder kann ich, muss ich das bei ihm kaufen oder kann ich das finden? Oh Gott, wenn ich es jetzt kaufe, dann ärgere ich mich wahrscheinlich zu Tode. Naja, ich lasse es mal. Aber kann ich bei ihm, warte mal, kann ich bei ihm Munition kaufen? Hab da gerade nicht drauf geachtet. Sturmgewehr, TMP-Raketenwerfer, Zielfernrohr. Oh. Erste-Hilfe-Spray? Nein, kann ich nicht. Ja gut, dann lassen wir das. Dann war es eine nette Idee. Aber wir lassen es. Gut. Geh weiter, Leon. Wir müssen los. Wir müssen uns hier, diese Dorfbewohner, vom Leib halten. Ich hätte vielleicht einfach auf leicht spielen sollen. Ich hätte es einfach tun sollen. So ein Scheiß. So ein fucking Scheiß. Naja, egal. Wird schon. Man hätte ja einfach auf so ein Fass schießen können. Wären sie einfach alle explodiert. Nehmen. Du erhältst Wappen, linke Hälfte. So, die kann ich jetzt vermutlich... Schlüssel schätze... kombinieren mit der Hälfte und dann haben wir jetzt das Ding. Also ist nur die Frage, wo muss man das jetzt einsetzen? Das wird jetzt die Frage sein. So. HT. Ah, jetzt ist die Tür da hinten auf. Alles klar. Muss ich wieder zurück? Ja, gut. Jetzt kann ich da oben irgendwo durch. Frag mich nicht wo und wie, aber anscheinend kann ich da jetzt irgendwo durch. La la la, la la la. Ach, das Ding da. Ja, das habe ich völlig ignoriert. Lässt sich nicht öffnen. Sieht aus, als ob etwas in die sechseckige Kerbe passt. Das da. Sechseckiges Wappen verwendet. Öffnen. Perfekt. Hallo, liebe Leute. Wo seid ihr? Ich vermisse euch.
das Kraut. Ich weiß immer noch nicht, was das Gelbe macht. Aber wir kombinieren es jetzt einfach mit dem und setzen es wieder um. So. Das ist mein innerer Monk. So. Stopp, wir können wieder kurz auf die Pistole. Die hat zumindest wieder Schuss. Dann können wir die jetzt zumindest mal nachladen. Sehr gut. Ist hier noch irgendwo was? Da ist noch so ein Schnubbi. Da war nichts drin. So, jetzt ist die Frage, muss ich durch die Tür? Oder muss ich... Ich muss durch die Tür. Perfekt. Grandios. Ich habe mich noch nicht getraut, hier alleine vorher schon um die Ecke zu gucken. Aber hier ist nur ein weiteres Fass mit Geld. Perfekt, danke. Gut, dann gehen wir da mal rein. Hallo, Tür. Open, please. Okay, interessant. Interessant. Wie kommt man da jetzt am besten ran? Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Kommt man in diesen Raum rein? Ich frage für einen Freund. Kann ich den abschießen? Nee. Also wir müssen irgendwie da irgendwie durch. Das kriegen wir bestimmt hin. Wir können da bestimmt irgendwas kaputt machen. Um da reinzukommen von den Räumen da aus. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Bin da guter Dinge. Bin da guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Irgendwie. Gut, dann. Oh Gott. Kumpel. Au. Ach, stopp. Ich hab keinen Bock. Das so zu machen, gib mir das. Au. Sag mal, ist das euer fucking Ernst? Oh, ich hasse sie, ne? Ich hasse sie einfach alle. Wenn man so auf einigen, dass ihr einfach kacke seid. Danke. Gott, ich liebe diese Shotgun, ne? Das beste Waffe ever. Vor allem haben wir jetzt immer schön Pistolenmunition bekommen. Perfekt. Gib mir das mit. Oh, jetzt muss ich hier wieder durch irgendwelche Fenster springen, ne? Habe ich ja dezent eigentlich nicht so viel Bock drauf, aber es ist, glaube ich... Kann ich hier nicht auch durch rüber springen? Genau, und dann... Ja gut, ich muss hier durch das Fenster. Es ist halt so... dumm. Au. Dumm. Okay, und jetzt kannst du kurz wieder... Eigentlich will ich, dass die sich... Ach Gott. Au. Eigentlich muss ich nur warten, bis der sich wieder selbst da in die Luft sprengt. Gott, wieso sind denn hier so viele Fallen? Was ist denn mit denen schon wieder verkehrt? Huch! Wo kommst du denn jetzt her? Latscht ihr eigentlich auch in eure eigenen Fallen? Nee, anscheinend nicht. Das ist dumm. Kann ich den nicht mit dem erstmal schon loswerden? Hallo. Das ist auch mir weh zu tun.
Ich habe gerade schon wieder zu lange über Dinge nachgedacht, die mich deswegen jetzt schon wieder... Aua, tu mir doch nicht weh. Das habe ich dir jetzt nicht. Bleib doch da mal stehen. Oh Gott. Das war mir schon wieder zu anstrengend. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, eigentlich bräuchten wir halt irgendwie sowas wie Heilung. So. Mach mal auf da. Bitte lass mich hier irgendwas haben, was mir hilft. Ja. Grünes Kraut verwenden bitte direkt. Danke. Ich muss einem... Ach, warte mal. Karte kann ich doch einfach so, ne? Dann bin ich doch direkt in der Karte. Ne, doch. Ja, okay, jetzt bin ich schon auf dem richtigen Weg. Wir hätten doch erst draußen da durch die Klappe. Das machen wir jetzt als erstes. Da ist auf jeden Fall noch ein Fass. Nehmen wir mit. Nein, lauf doch einfach, Leon. So. Nice. Das habe ich gesucht. Muss auch nicht in die Fallen tappen. Das wäre das Grandioseste. Danke. So, und jetzt geht's weiter. Mit nicht vorhandener... Warte mal, vielleicht sollten wir die andere Waffe ausrüsten, für die wir zumindest irgendwie noch ein bisschen Schuss haben. Das war es dann aber auch. Aber es ist besser als gar nichts. So, das Problem ist jetzt immer noch, was ich nicht... Ach, ich bin schon wieder auf das Falsche. Ich will da oben... diesen einen fucking Raum da noch rein. Man muss doch von irgendwie... Wartet. Also. Ich sehe es nicht ein, dass ich da nicht... Ich will den Schatz. Gib mir den Schatz. So, wir sind doch... Ach, immer die falsche Taste. Hier. Warte, kann ich das damit... Kann ich das zerschießen? Ja, nice. Ich wusste doch, dass das irgendwie gehen muss. So, gib mir den Schatz. Maske mit Kerben. Perfekt. Dafür opfere ich auch gerne einen Schuss. Wäre natürlich jetzt auch nice gewesen, wenn jetzt hier noch irgendwas rumgelegen hätte an Munition oder so, aber nein. Gut. So, dann haben wir das jetzt auf jeden Fall. Mein innerer Monk hat wieder zugeschlagen. Den Schatz haben wir schon mal. War hier noch irgendwo einer verzeichnet? Warum? Warum, wann lerne ich das, einfach auf Dreieck zu drücken, um die Karte zu öffnen? Den haben wir schon da hinten. Gut. Ja, dumm, dass ich das Geld für diese Schatzkarte ausgegeben habe, ne? Aber ist halt so. Ach, komm. Ja, komm. Oben oder unten? Oben oder unten? Oben oder unten? Und ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten, oder? Mutig, Leon. Hier sind Fische. Warum sind hier Fische? Blendgranate. Wild. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier runter zu klettern. Und Pistolenmunition. Perfekt. Dann können wir jetzt nicht wieder... Nein, stopp. Pistole ausrüsten. Nachladen. Perfekt. Und so, die Frage ist, daneben kann ich ja nirgendwo runter, ne? Ich komme ja nur hier runter. Ja. Gut, dann geht's mal rauf. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was uns da oben erwartet. Schon wieder so ein fucking Dorf. Okay, diesmal habe ich es gelernt. Nein, hallo, Leon. So.
Ich baller einfach meine ganzen Schuss schon durch die Gegend. Das ist auch wieder geil. Taschenuhr. Von da sind wir gekommen. Da ist nix. Hinein in die bescheidene Hütte. Weh, da ist jetzt nichts drin. Nur Geld. Warum ist da eigentlich immer nur Geld drin? Ich kann mir von Geld auch keine Munition kaufen. Das ist voll lächerlich. Ein Kraut. Sehr schön. Ist dieser Wegweiser eine weitere Falle? Man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg. Das ist der einfachere. Kann ich nämlich die Falle umgehen, die da ist. Ich will hier nicht rein. Was zur Hölle? Das ist ein großer Kristallkugel. Sie scheint sich zu drehen. In welche Richtung? Ja, sieht gut aus. Okay. Ah, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte gerade, hä? Hä, ist der Typ da? Auf, das ist doch der Händler, oder nicht? Du erhältst Insignienschlüssel. Weil er ist doch der Typ, von dem wir die ganze Zeit immer die Sachen kaufen, oder? Bürgermeisters Notiz. Wie ich von laut Zettler verlangt, befindet sich der Amerikaner lebend in meiner Gewalt. Ich weiß nichts über seine Beweggründe. Ich glaube, ich würde die beiden nicht zusammen einsperren. Louis würde sicher keinen Fremden trauen, aber wenn sie doch zusammenarbeiten sollten, würde die Lage verzwickt. Wenn eine dritte Partei involviert ist, wird sie sich eine solche Chance nicht entgehen lassen. Vielleicht ist eine List von Lord Sandler. Wir sollten verletzbar wirken, damit sich die anderen sicher fühlen. Falls allerdings schon eine Andringling unter uns ist, sind unsere Pläne dahin. Der Lord nimmt das Risiko in Kauf, wenn er dadurch die Verschwörung zerschlägt. Die Entscheidung liegt bei ihm, wir müssen ihm vertrauen. Interessant, interessant. So. Habe ich, ne, ich habe keine Munition mehr. Können wir den Schrank da noch öffnen? Ist da noch irgendwas drin? Bitte, lieber Gott. Ach, Geld. Warum ist... Also, ich finde es mit dem Geld ja gar nicht so schlimm, ne? Aber ich hätte lieber irgendwas anderes prüfen. Das sind lauter englische Bücher. Hab aber keine Zeit, sie zu lesen. Wieso denn nicht, Leon? Ich finde, jetzt stellst du dich ein bisschen an. Na gut. Autsch. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Hey, meine Trefferquote ist besser geworden. Wir sind schon bei 83. Aber irgendwie sind diese Menschen wild hier. Echt. Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Nun gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, das nächste Kapitel starten wir erst im nächsten Part. Er ist jetzt zwar ein bisschen kürzer, ist aber nicht so schlimm. Ich denke, es ist der perfekte Moment, um hier den Part zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr am Montag wieder mit dabei wärt. Und bis dahin. Tschüss.